Jessi, wie spricht man? Wie spricht man Sie? Lass uns du sagen, ja? Bitte. Weil sozusagen Teil auch meines Erwachsenwerdens, ja? Tic-Tac-Toe, wenn man das so sagen darf. Wir sind ja nicht so weit auseinander. Wir haben gerade darüber gesprochen, was Gildo Horn glaubt. Glaubst du grundsätzlich? Ich glaube, ja, aber ich glaube tatsächlich eher ein bisschen so wie Gildo an die Liebe, an die Liebe der Menschen und ans Freisein und so. Also okay, also eher eine spirituelle Geschichte. Ja. Freisein ist auch das Stichwort. Wie sehr glaubst du noch, dass der große Erfolg noch einmal zurückkehrt zu dir? Da mache ich mir tatsächlich gar nicht so viel Gedanken drum. Also diese ganze Glocke mit Erfolg und Licht und Starsein und so, das ist, war nie und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr meine Attention, überhaupt in diesem Geschäft zu sein. Das war es nie und wird es auch nicht sein. Das kann ich mir vorstellen, aber trotzdem war der Erfolg natürlich da. Der war gigantisch. Ja, aber so, und jetzt hast du etwas gemacht, gab es dicke Schlagzeilen darüber. Wir schauen einmal kurz rein. Du hast etwas gemacht in Berlin, mitten in Berlin. Und hast dich dort sozusagen, ähnlich wie Gildo, mal freigemacht. Die Bilder dazu und das Video dazu sehen wir jetzt. Immer auf die Fresse ist der sehr deutliche Titel, hat eine Bedeutung. Geht um den Boxkampf, der demnächst ansteht. Der Song wurde für den Boxkampf gemacht, hat aber eigentlich eher die Bedeutung, dass man vom Leben, wenn man nicht eine bestimmte Haltung an sich selbst hat, tatsächlich leider auf die Fresse bekommt. Der liebe Gott hat manchmal einen rechten, harten Haken. Aber hallo. So, und bitte. Sonst kriegst du immer auf die Fresse, immer auf die Fresse. Denn das ist deine Zeit, doch ganz egal, was auch passiert, wie du dich quälst, am Ende kämpfst du sowieso gegen dich selbst. Immer auf die Fresse, immer auf die Fresse. Zeit! Sonst kriegst du immer auf die Fresse, immer auf die Fresse. So, und jetzt ist einmal die Frage, warum diese Verpixelung? Das waren jetzt nicht wir, weil wir in irgendeiner Form zu prüde wären, sondern das wurde uns so angeliefert. Ich bin auch nicht zu prüde. Es ist tatsächlich so, dass man im Internet auch, sobald man sich dann entblößt, 18 Jahre alt sein muss und man muss sich dann irgendwie eingeben. Es gibt die beiden Versionen. Also vielleicht irgendwann bei YouTube halt. Okay, aber das ist der Hintergrund sozusagen. Nein, überhaupt nicht. Also es hat aber auch... Gibt es bei mir live auch, ja. Die Herrenbrüste sind dann gepixelt. Ja. Ich fand es aus mehrererlei Hinsicht für sehr wichtig. In der Zeit, wo die Karriere, wo man jetzt so schön sagt, also sie war am Boden und sie hatte einen großen Flop und jetzt war es das und so, jetzt muss sie kellnern gehen, gekommen ist, wollten immer alle alles wissen. Also gerade Journalisten, die immer kommen wollen, mach das und dieses und erzähl dieses und mach mal ein Foto mit dem Tablett in der Hand. Und dann denke ich so, aber warum, also was soll denn das? Also ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und da man sowieso ja alles über einen wissen möchte, wenn man in der Öffentlichkeit steht und ich höchstwahrscheinlich auch irgendwie das große Verlangen hatte, mich einfach freizumachen, zu sagen, hier bin ich, das bin ich. Mhm. Und so, also, ja, ein bisschen friss oder stirb. Ja? Also, ich verstehe das, ja. Mehr kann ich nicht mehr hergeben von mir. Also ich habe schon so viel hergegeben von meiner Jugend. Ich war immer sehr ehrlich. Ich bin auch jemand, der gerne ehrlich antwortet. Dann habe ich halt gesagt, so gut, dann machen wir es auch. Und plus... Man kann einem wirklich alles nehmen. Also wir hängen uns so viel Materialismus um oder lassen uns behängen mit ganz viel Zeug und vergessen leider, oder stecken es mittlerweile auch in uns rein, und vergessen leider oftmals, wer wir eigentlich sind. Fühlen wir uns noch? Ist da noch mehr als, ich habe eine schöne Gucci-Jacke an. Und mir ist die Gucci-Jacke mittlerweile völlig egal, weil ich habe einen Moment erlebt, wo ich mich nicht mehr gefühlt habe. Und das wird dann Wenn du sagst, Gucci-Jacke mittlerweile egal, heißt das, du hast einen, oder eigentlich im Grunde alles, was ihr damals verdient habt, sehr schnell auch wieder so unter das Volk gebracht? Nicht alles bei Gucci. Also aber, auch die anderen. Aber die Kohle war plötzlich weg. Die Kohle war irgendwann weg. Das war aber nie mein Problem. Also das zum Beispiel auch. Also zum Beispiel lese ich immer in den Medien, jetzt ist sie pleite oder sie war pleite und dann kam die große Krise. Nein. Also die Krise kam vor der Pleite und hatte mit Geld relativ wenig zu tun. Ich mag schöne Dinge, ich bin aber kein, ich muss nicht horten, ich muss auch Was nicht war dann der Grund, der Auslöser für die Krise? Mein Gott, wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit unglaublich viel Erfolg gehabt. Wir waren sehr, sehr jung und hatten überhaupt nie den Moment der Reflexion, der dann halt auch im Alter irgendwann mal kommt. Und ich habe nach Tic-Tac-Toe, auch als wir uns getrennt haben, immer weitergemacht. Und habe mich immer weiter versucht,
ja, im Ich zu sein. Also ich, für mich war das nie ein großer Unterschied. Also eher ein psychologisches, ein emotionales psychologisches Problem. Ja? Also ich, darf ich mal was sagen? Ja. Ich finde es ja unheimlich hart. Das ist jetzt 15 Jahre her und dann sitzt du da und musst dich noch immer für irgendwelche Sachen rechtfertigen, die vor 15 Jahren passiert sind. Nein, 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 muss sie gar nicht. Nein, jetzt nicht, vielleicht nicht hier, nee, aber er so, sieht das so generell. Ja, ja. Ja. Und deswegen auch das Ausziehen. Das ist genau das. Nee, das verstehe ich, aber versuch nur mal zu ergründen, sozusagen, an welcher Stelle ist diesen Bruchgrad. Kann ich dir nicht sagen. Es gab jetzt nicht Mittwoch 2001 um 1.11 Uhr habe ich einen Zusammenbruch gehabt. Wie hast du, Jessie, diese legendäre Pressekonferenz in Erinnerung? Ach, die Pressekonferenz. Es ist auch mein Lieblingsthema, weil ich da auch, glaube ich, schon 500.000 Mal, ich habe keine Ahnung, wie ich sie erlebt habe, weil die war so, ich meine, also ganz davon ab, mal ist wahrscheinlich für viele Leute ein Schock, als sie es gesehen haben. Meine Mutter hat sofort ausgeschaut, hat gesagt, ach du Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Wir waren halt da. Also es ist halt dann passiert und es war halt sehr menschlich, was da passiert ist, was natürlich keiner nachvollziehen kann, weil der cleverste Schritt war es jetzt nicht, natürlich das so öffentlich vor der ganzen Presse zu machen, aber wir haben es zumindest in die Tagesschau geschafft. Schafft ja nicht jeder. Genau, das war ein ganz großes Ding. Ich meine, ein Ereignis von ähnlicher Bedeutung war höchstens noch der Gurkenlaster-Unfall von Daniel Kübelberg. Zum Beispiel. Kam aber viele Jahre später. Genau, kam viele Jahre später. Und wenn du gerade sagst, also es war irgendwann schwierig und wir sind in die Krise geraten, da lagen die Nerven richtig blank. Wir haben das vorbereitet. Wollen wir da noch mal zusammen drauf gucken? Gerne. Weil es wirklich auch ein Stück Popgeschichte ist. Ich weiß. Okay, also wenn du sagst, ich schaue mir das gerne an, dann sehen wir uns noch mal an. Klar. Bitteschön. Ich weiß nicht, wie dieses Gerücht psychisch ihr in die Welt gesetzt worden ist. Es war einfach nur körperlich. Ziemlich von dir. Wir sollten Rücksicht auf dich nehmen. Wir sollten dich in Ruhe lassen, weil es dir nicht gut ging. Das hat deine Mama selber gesagt. Lee, hör mir mal zu. Wenn ich jetzt anfange, wirklich unsere ganzen alten Kamellen aus der untersten Schublade rauszuholen und anfange zu diskutieren und mich zu äußern, dann werdet ihr beide nur noch Scheiße rufen. Okay? Wir haben das Bild-Zeitungs-Interview gemacht, weil wir überhaupt nicht wussten, dass du wieder gesund bist und dass wieder alles in Ordnung ist. Das wussten wir überhaupt nicht. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich mal mit unserer Managerin unterhalten würden und also mit meiner Rechtsanwalt und mit eurer Rechtsanwältin. Nein, meine Rechtsanwälte haben... Was hast du mit meinen Rechtsanwälten? Du hast noch nie was von meinem Rechtsanwalt gehört. Vielleicht möchtest du das ja. Vielleicht ist es ja besser. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das kennen wir schon. Ricky, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet. Wahnsinn, Wahnsinn. Jeder hat's gesehen. Hab gerade mal hier in die Runde gefragt. Jeder kennt tatsächlich auch diesen Ausschnitt. Und man merkte an der Stelle, da liegen wirklich die Nerven blank. Und ich habe mich in der zweiten Phase der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch gefragt, wie schafft man das? Du hast das eben kurz angedeutet, Kellnern. Da kommen dann Leute und sagen, erzähl doch mal, was ist denn das, jetzt zu Kellnern? Wie schafft man es als ehemals so derart prominenter, in der Öffentlichkeit stehender Mensch, dann wieder zurückzufinden in ein normales Leben? Wie schwer ist das? Viel, viel buddeln und zwar nach draußen. ist so. Also, bis man überhaupt. Also, was ich so schlimm finde, eigentlich, ist, dass das Kellnern auf einmal so komisch dasteht. Wenn auf einmal jemand, der angeblich so erfolgreich und. Da, es ist ja nur Licht. Also, wir sehen halt einfach oft im Fernsehen, kennst du vielleicht auch. Ja. Und dann kommen die Leute. Entschuldigung, kennst du auch. Nein, ist schon sieht klar, ja immer jeder anders. Ist, Aber ich fand das alles nie. Für mich war das nie anders, als einen ganz normalen Job zu machen. Das war nun mal mein Job. Und ich habe mir nie was darauf eingebildet. Es ist jetzt auch nicht so. Die Stimmen, also ich verstehe das zum Beispiel auch bei dir, man polarisiert vielleicht oder man will das vielleicht gar nicht und man macht einfach einen Schritt. Das ist ja auch Teil des Erfolgs, ja, dass man durchaus auch... Ja, aber man denkt ja in dem mit 19, 20 gar nicht in der Form darüber nach, sondern man hat einen Ausdruck. Ist es wahr, dass du zum Beispiel auch in einem Callcenter irgendwann mal gearbeitet hast? Ich wollte. Also bevor ich überhaupt Kellner gegangen bin, habe ich lange, lange nach einem Job gesucht und habe keinen bekommen, aus den Gründen, dass man mich nicht wirklich ernst genommen hat. Ja, die war Popstar und so, die kann nichts. Dann habe ich nur einen Hauptschulabschluss, tatsächlich spreche ich 5 Sprachen, kann mich relativ gut ausdrücken, kann scheinbar auch rechnen, weil beim Kellnern hat man nicht unbedingt einen Taschenrechner dabei. Funktioniert alles, aber die Leute nehmen dich nicht mehr ernst. Oder man fängt irgendwo an und dann sagt so, oh, da rufe ich doch mal die Bild-Zeitung an, mal gucken, hier, das Schätzchen arbeitet, hier haben wir gleich Live-Werbung. Und für umsonst fand ich dann nicht ganz so toll. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich, habe gesagt, mein Gott, ich spreche 5 Sprachen, ich laufe jetzt in so ein Callcenter rein und sage, hier bitte, ich kann das sogar gleich in mehreren Sprachen, gib mir einen Job. Der hatte tatsächlich so einen Glaskasten als Büro
Und als ich dann da saß, dann sagt er so, guck mal raus. Dann gucke ich raus und dann gucken die alle so. Und dann sagt er, und das geht leider nicht, weil bevor die sich beruhigen, 5 Tage, das geht nicht. Das ist ein Geschäft, was schnell geht. Kann ich leider nicht machen, außer ein bisschen überqualifiziert. Da saß ich da am Ende und habe gesagt, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt noch nicht mal, nur weil ich irgendwann mal so erfolgreich war, ja, und neben Michael, ja, Jackson ein Foto gemacht habe, keinen Job kriege, also, und auch nicht ernst genommen werde. Und das war, da fing es an, dass es immer mehr in mir gebröckelt hat. Weil die Presse sagt mir äußerlich, wir sind raus, das war es jetzt für die Mädchen. Aber normales Leben durfte ich auch nicht. Geht eben auch nicht, genau. Und das ist genau der Hintergrund für die Frage. Deswegen ist das auch so spannend, das zu hören. Letzte Frage, Jessie. Dieser Song, Immer auf die Fresse, ist deine Auftrittsmusik, guter Song übrigens, genau. Auftrittsmusik für einen Boxkampf, den du demnächst bestreiten wirst. Ich werde beim Promi-Boxen mitmachen. Bei Sat.1, wir haben jetzt so RTL so aufgenommen, den sehen wir jetzt mal Sat.1, ja, am 8. März mit und boxe tatsächlich gegen eine Dame, die auch beim Bachelor mitgemacht Nein, hat. Nein, gegen wen? Wer? Georgina. Nein. Bei der Vorher-Sendung. Genau. Okay, ja, okay. Ja, nicht bei dir. Ja, okay. Okay. Hätte ja auch sein können. Aber reden wir, wir reden vom Sams mit den roten Extensions, ja? Von der reden wir. Das habe ich ja nicht gesagt. Ja. Guck mal. Woher haben Sie so viel Zeit zum Fernsehgucken? Na, ich gucke mir das an und ich, Menschen sitzen ja dann auch hier, muss man sich damit beschäftigen. Deswegen seid ihr mir ja auch alle so gut geläufig. Bedanke mich sehr herzlich. Diese Sendung hat großen Spaß gemacht. Bedanke mich zunächst mal bei den zwei Damen in der Runde, Bettina Tietjen. Ja, danke. Und Jessie, herzlichen Dank. Was denn? In die Hand, das ist für dich und dann drück mal unten auf das Knöpfchen. Da ist so, guck mal, da ist so ein kleines, da ist ein Knopf, so ein Pinökel, ja. Da, guck mal. Drück mal drauf. Süß. Das ist das, unser rotes Sofa. Ist ja, das. Sehr gut. Okay. Darf ich das behalten? Das musst du in Ehren halten. Ja. Und so dreist hat schon lange keiner mehr Werbung für seine eigene Sendung im ZDF gemacht. Das ist meine Rose. Natürlich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den beiden Damen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Dr. Markus Söder, den wir viel Glück wünschen für anstehende Landtagswahlkämpfe, Bundestagswahl, alles, was da so ansteht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jan, dem Bachelor, für den Auftritt heute hier. Betschi. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Gilge Horn, der in love ist mit Betschi. Das haben wir heute mitgekriegt. Herzlichen Dank, das war's. Für heute jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.